ich bin von da vorne gekommen und ungefähr Höhe des Hauses muss es gewesen sein, habe ich ja den ersten Rauch bemerkt. Bin dann hier die Straße runtergefahren und hier reingefahren. Ja, und habe das Auto dann da vorne zum Stehen gebracht und bin ausgestiegen. Da kam auch hier schon die Flammen raus. Ja, also ich kam aus dem Haus raus und das war jetzt ein großer Feuerball hier vorne und gewaltig schwarze Rauchwolke. Er hat völlig richtig gehandelt, er hat am Straßenrand angehalten, hat sich in Sicherheit gebracht. Also so im Nachhinein, klar, ein bisschen neu geboren fühlt man sich dann doch schon. Okay, und bitte? Jetzt schau noch mal rum. Okay. 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 Okay, bitte. Ja, ich bin also gefahren und irgendwann kam dann hier aus dem Bereich des Lenkrades da drunter. Ja, kam dann irgendwann Rauchwolken raus, also erst leichter Rauch, der wurde dann immer stärker. Und ja, dann bin ich halt noch ein kleines Stück gefahren bis zur nächsten Seitenstraße und dort angehalten und ja, ganz schnell raus. Da kamen dann auch schon die Flammen raus. Ja, also ich bin zu Hause eingestiegen, bin dann die ganzen Kilometer gefahren. Ja, und dann irgendwann schlug da einfach Rauch aus dem unterm Lenkrad her und ja, dann bin ich noch ein kleines Stück gefahren und dann so schnell wie möglich halt in die nächste Seitenstraße rein, ja, da schlugen schon Flammen raus und dann bin ich ganz schnell ausgestiegen, Notruf verständigt und noch wichtige Dinge gerettet, oder ich habe es zumindest versucht. Ja, also im Kofferraum hatte ich noch ein paar Sachen, unter anderem meine Feuerwehreinsatzkleidung, der war leider abgeschlossen, deswegen bin ich da nicht mehr rangekommen, der Schlüssel steckte. Ja, Navi-Gerät konnte ich auch nicht mehr retten. Ja, also ich habe selber auch schon PKW-Brand erlebt, da stand das Fahrzeug auch im Vollbrand. Mich hat einfach nur diese Zeit beeindruckt, wie schnell sowas geht.
vom Entstehungsbrand dann zum Vollbrand. Ja, also ich habe ehrlicherweise gar nicht so nachgedacht. Also der stand dann in Flammen, ich habe sofort den Notruf gewählt und ja, parallel quasi noch schon angefangen Sachen zu retten, überhaupt nicht nachgedacht. Und ich hätte wahrscheinlich auch noch länger was versucht rauszuholen, wenn da nicht irgendwelche Leute gewesen wären, die da schon gerufen haben, jetzt komm da weg, jetzt komm da weg. Ja, also ich habe die Flammen gesehen und wollte dann direkt raus, weil ja, es ist schon natürlich beängstigend, wenn da unterm Lenkrad auf einmal alles brennt und ja, einfach auspusten ging nicht, Feuerlöscher hatte ich nicht. Also ich habe da keine Chance mehr gesehen. Also so im Nachhinein, klar, ein bisschen neu geboren fühlt man sich dann doch schon, also wenn man überlegt, wie das noch hätte ausgehen können. Ja, also definitiv, ich bin dankbar darüber, dass ich noch heile bin. Das Auto, das sagte mir auch alle Feuerwehrmänner, die dann da waren, dass man ein Auto neu kaufen kann, Menschenleben nicht, das weiß ja jeder. Also doch schon eher Glück gehabt. Ja, ich bin dann raus, wieder rein, habe von der Rücksitzbank noch eine Tasche gerettet und andere Sachen, habe die dann einfach 10 Meter vom Auto weit weg einfach hingeschmissen auf dem Haufen. Dann wollte ich zum Kofferraum hin, der war leider abgeschlossen und der Schlüssel steckte noch. Habe ich nochmal geguckt, aber da war nicht mehr ranzukommen. Ja, und da musste ich es auch schon aufgeben, weil die Flammen einfach überall waren und der Rauch wurde auch immer dichter. Habe ich einfach nur noch Abstand vom Auto genommen. Wie gesagt. Ja, also ich kam aus dem Haus raus und das heißt ein großer Feuerball hier vorne und eine gewaltig schwarze Rauchwolke. Also es war unnormal so, das habe ich so nicht in meinem Leben nie gesehen. Und dann auf einmal ging die Sirene von der Kampffeuerwehr und das knallte immer, als wenn, ich sage mal, die Reifen geplatzt sind irgendwie. Aber das Feuer brannte lichterloh weiter. Noch Mensch drin ist, oder? Ja, das war der erste Mal, der erste Schreck, sag ich mal. Mensch, hoffentlich ist da keiner drin. Der kommt ja nicht raus, wenn der eingeklemmt ist in dem Fahrzeug. Aber da war der junge Mann, war da, ja, ist okay. Der rannte da rum mit seinem Handy. Er ist ein Glückspilz auf alle Fälle. Und er war ja auch, wie soll ich sagen, gleich von der Straße hat er sich gleich da abgebogen in den Seitenweg. Das war schon ein Vorteil. Dann ging auf der Hauptstraße stehen blieb mit seinem brennenden Fahrzeug. Da hat er gesagt, also, er ist
die Motorhaube, da kam ein Qualm raus, hat es dem Nachbar erzählt und dann wurde das Feuer.